Hier sind also meine Farben Gelb-Grün, Blau-Violett, Rot-Violett und Gelb-Orange. Das sind jetzt die Farben, die ich für mein Bild hier verwendet habe. Hallo, ich bin der Gerhard und dies ist mein Kanal Kunst geht so. Schön, dass du da bist. In diesem Video will ich dir erklären, wie du anhand der Lehre der Farbakkordik, der harmonischen Mehrklänge, Zweiklang, Dreiklang, Vierklang, Sechsklang, wie du mit diesen harmonischen Mehrklängen Farben finden kannst, um zum Beispiel wie hier eine Landschaft zu malen. Stell dir mal vor, du hast nur eine Schwarz-Weiß-Kopie oder du hast überhaupt keine Ahnung, mit welchen Farben du dein Bild malen möchtest. Der Farbstern nach Johannes Itten bietet dir da wirklich eine Möglichkeit, um Mehrklänge zu finden, mit denen du dein Bild malen kannst. Ich habe hier zum Beispiel Gelb-Orange, Rot-Violett, Blau und Gelb-Grün gewählt. Und wie das Ganze funktioniert, erkläre ich dir im Anhang dieses Videos. Zuerst zeige ich dir, wie das Bild mit diesen Farben gemalt wird. Farbkreis muss man jetzt wissen, dass der Farbkreis ja nur die prismatischen Farben anzeigt, also von Gelb, Orange, Rot, Violett, Blau und Grün. Und ein Teil fehlt. Das wären nämlich die Ausmischungen nach oben. Das Ganze ist nämlich eine als Farbkugel zu verstehen. Also der Farbkreis ist hier die Äquatorebene, ja. Siehst du jetzt hier, so, ja, hier. Und die komplementäre Mischung von Orange und Ultramarinblau, also ich gebe ein bisschen Blau in das Orange und erhalte dann diese unterschiedlichen Brauntöne bis hin zu Anthrazit, zu Grau und dann geht es weiter mit Blau und ich komme bei der Ursprungsfarbe wieder raus. Der Farbkreis
ist eigentlich nur komplett in Verbindung mit der Farbkugel. Die Farbkugel, die kannst du jetzt so wie eine Orange vorstellen, so, also Kugel. Und das ist jetzt der Querschnitt zwischen Orange und Ultramarinblau. Das habe ich hier mal so durchgeschnitten. Und dann habe ich in der oberen Hemisphäre Weiß und in der unteren Hemisphäre Schwarz. Schwarz ist hier ein bisschen abstrakt zu sehen. Mit Schwarz ist einfach nur gemeint, die Farbe wird nach unten abgedunkelt. Zur oberen Hemisphäre aufgehellt. Zur unteren Hemisphäre wird die ganze Chose abgedunkelt. Und es hieß hier, also Orange wird hier also dunkler und Orange wird nach oben hin heller. Blau genauso nach oben hin heller und nach unten hin dunkler. Warum habe ich hier unterschiedliche Grauwerte? Wenn ich zwei komplementäre Farben zusammenmische, bekomme ich Grau. Das ist hier dann in der Mitte zwischen Weiß und zwischen Dunkel oder Pseudoschwarz. Und dann ist natürlich das Grau hier in der Mitte, da es in der Mitte des Durchmessers ist, ist es hier etwa mittleres Grau. Über die komplementären Beziehungen, also den Komplementärkontrast, damit kann man ein Bild malen und das verlinke ich dir oben in der Infobox. Da habe ich schon mal ein Bild dazu gemalt, kannst du dir dann dazu anschauen, basiert also auf dieser Theorie. Und jetzt sind wir so beim ersten Knackpunkt. Was ist aber, wenn ich jetzt mal Gelb und Violett sehen möchte? Ja, dann brauche ich so einen neuen Querschnitt. Das ist sehr, sehr hilfreich, wenn man das Ganze immer wieder mischt. Macht halt einfach ein bisschen Arbeit, aber man kriegt eine tiefere Einsicht in die Farbenwelt, wenn man einfach mal alles so ein bisschen durchgemischt hat. Das müsste jetzt auch keine Doktorarbeit werden, aber wir kommen ja heute zur Farbkombinatorik. Und diese Farbakkordik, also welche Farben kann ich jetzt da miteinander verbinden? Ja, da ist es wirklich ein sehr umständliches System. Okay, du musst dir vorstellen, Farbakkordik bedeutet jetzt, ich könnte hier geometrische Körper einbauen, also Quadrate, Rechtecke, Dreiecke. Und diese Farben, die gelten dann als harmonisch. Also das Einfachste ist natürlich, so wie ich es eben schon gezeigt habe, so eine komplementäre Beziehung. Das wäre also jetzt das Einfachste. Und da könnte ich jetzt also so durch meinen Farbkreis hindurchgehen und könnte immer so komplementäre Beziehungen ausmischen, damit ein Bild malen und mal schauen, welcher Kontrast liegt mir. Ja, es gibt ja immer welche, die liegen einem mehr und andere liegen einem weniger. So, ich hatte jetzt diesen hier. Jetzt möchte ich aber ein Bild vielleicht mit mehreren Farben malen. Und dann hätte ich die Möglichkeit, dass ich sage, ich nehme den harmonischen Dreiklang. Und dann habe ich hier also ein Dreieck. Und dann könnte ich mit diesem Dreieck hier so von einer Farbe zur nächsten Farbe ziehen. Und könnte ich sagen, okay, mein Orange und Grün und Violett, das wäre jetzt ein harmonischer Dreiklang. Damit müsste ich jetzt mal experimentieren, ob ich damit klarkomme. Dann geht die Sache natürlich weiter und ich könnte einen anderen Dreiklang draus zaubern und zwar mit einem Spitzendreieck. Also ich könnte auch sagen, es ist ein Komplementärkontrast, aber statt der komplementären Farbe nehme ich die Farbe links und rechts neben dem Komplement, neben der komplementären Farbe. Das gibt auch sehr spannende Farbkombinationen. Dann könnte ich natürlich noch ein Quadrat nehmen. Also ich habe dann einen harmonischen Vierklang. Und ich könnte natürlich nochmal einen anderen harmonischen Vierklang draus machen, indem ich hier ein Rechteck verwende. Und dann mit dieser Farbe, dieser Farbe, dieser Farbe, dieser Farbe male. Und dann ginge natürlich noch der Sechsklang. Also das könnt ihr alles bei Johannes Itten nachlesen. Okay, und wenn ich mir denke, okay, also wenn diese sechs Farben jetzt zusammenpassen, also jede zweite Farbe ist eine harmonische Verbindung, dann kann ich auch jede hier nehmen. Also ich brauche noch eine andere Sortieranlage, um damit arbeiten zu können. Warum diese Mehrklänge, wozu braucht es das Ganze? Naja, ich habe vielleicht ein Bild, vielleicht auch nur eine Kopie. So. Und jetzt habe ich hier einfach nur so eine Kopie und ich würde daraus gerne ein Bild malen, muss nicht unbedingt so realistisch sein, mit welchen Farben fange ich an.
Naja, grün kommt auf alle Fälle vor. Es war aber eher früher, als ich das Foto aufgenommen hatte. Also ist jetzt dieses Gelbgrün schon mal ein Thema. Und jetzt überlege ich mir einfach, wenn ich jetzt Gelbgrün nehme und Rotviolett, Gelbgrün und Rotviolett, das kann man machen, wäre mir jetzt ein bisschen zu wenig. Also ich hätte gerne ein paar Farben mehr. Dann könnte ich mir jetzt eben aussuchen, nehme ich dann einen Dreiklang. Also zum Beispiel mit Rot und Blau-Violett oder nehme ich Grün und ja wieder Rot und Violett. Also das ist jetzt noch nicht so sehr mein Ding. Ich hatte mich dann für Gelb-Grün, Gelb-Orange, Rot-Violett und Blau-Violett entschieden. Also ich habe hier einfach mal so aus diesen Mehrklängen, also wie gesagt, alles nicht meine Entdeckung. Das ist die Farbakkordik nach Johannes Itten und du findest es im Buch Die Kunst der Farbe. Und jetzt geht es so langsam los. Jetzt wird nicht so richtig erklärt, wie geht es jetzt weiter. Also was mache ich jetzt mit diesen Farben? Wie komme ich jetzt, wie springen die Farben in mein Bild? Also hier ist es so, Gelb-Grün konnte ich mir gut vorstellen mit Gelb-Orange. Da wird also immer so eine Farbe dabei sein, wo du denkst, okay, die brauche ich vielleicht ein bisschen weniger. Aber das waren jetzt mal so meine Farben, wo ich mir dachte, damit male ich das Bild. Und das Geniale, was jetzt wohl Johannes Itten geschafft hat, das war, wenn ich jetzt so eine Farbkugel nehme, dann sehe ich ja immer nur die obere Hemisphäre, also die hellen Farben. Und ich sehe die dunklen nicht oder ich sehe nur die dunklen Farben und ich sehe die hellen Farben nicht. Und der Johannes Itten hat sich dann gedacht, okay, der Farbkreis, der steckt also hier so in der Mitte drin, so in der Mitte, hier steckt er drin, in der Äquatorebene. Und der Itten, der hat jetzt hier an der Äquatorebene Dreiecke ausgeschnitten. Also hier gehen jetzt Dreiecke rüber, hat die ausgeschnitten und hochgeklappt. Und das ist dann der Farbstern. Den Farbstern könnt ihr euch im Internet runterladen. Und mit dem Farbstern sind natürlich diese Kombinationen schon weit, weit leichter zu sehen. Also und leichter nachzuvollziehen. Also wenn du dir hier zum Beispiel so überlegst, naja, was mache ich jetzt damit, ja? Dann wäre jetzt so die einfachste Möglichkeit, du nimmst zwei Farben, die sind aufgehellt, Gelb-Grün und Gelb-Orange hältst du auf und Rot-Violett und Blau-Violett brichst du noch ein bisschen und dunkelst es ab oder umgedreht, dadurch, dass die Farben natürlich so dunkel sind, ist hier das Aufhellen leichter. Dann hältst du hier die Farben um ein, zwei Stufen auf und drüben dunkelst die mal ab und dann versuchst mal damit ein Bild zu malen und schaust mal, ob damit auf einen harmonischen Mehrklang kommst. So, und jetzt kannst du dich fragen, und was hast du jetzt von der ganzen Chose mit diesem Mehrklang? Also hier siehst du jetzt die vier Farben, die ich für mein Bild verwendet habe. Naja, der Himmel ist da nicht einfach nur blau angestrichen, sondern in dem Himmel sind auch andere Farben. Insgesamt wirkt das Bild einfach eher gemalt und nicht wie eine Abbildung der Natur. Ja, und das ist der Vorteil. Oder du hast eben einen Auftrag. Und da müssen irgendwie ein, zwei Farben auf alle Fälle im Bild vorkommen. Und wenn der Auftrag 10.000 Euro hoch ist, ja, dann bist du doch gerne kompromissbereit, oder? Wenn du also mit den Farbkontrasten einigermaßen fit bist, dann wäre noch die Farbakkordik ein Thema, mit dem du dich beschäftigen kannst. Denn wir denken ja immer mehr oder weniger in ähnlichen Farben, in denen die uns gefallen. Und so über den Tellerrand zu sehen, das ist nicht immer so ganz einfach und das funktioniert wirklich mit dieser Farbakkordik recht gut, wo du einfach immer wieder so eine neue Idee bekommst. Das ist also mehr so ein externer Ratgeber. Bei aller Kritik, die die Farbakkordik immer wieder bekommt, der Künstler spürt das, wie er das zu tun hat. Ja, aber was macht der Künstler, wenn er mal keine Ahnung hat? Deswegen ist es, finde ich, gar nicht so ganz ohne. Man kann sich damit auseinandersetzen und man muss es aber nicht tun, aber es hat einfach Vorteile für Personen, die einfach immer wieder mal eine neue Farbkombi ausprobieren wollen und du gleichst diese unterschiedlichen Farben an, denn ich habe schon erwähnt, wenn ich von 12 Farben 6 verwenden kann und das ist dann der harmonische Sechsklang, mein lieber Schwan, dann kann ich auch alle anderen hier nehmen, die bewältige ich dann auch noch. Also die Lehre der Farbkontraste ist hier sehr wichtig, um mehrere Farben bändigen zu können.
Je mehr Farben, umso mehr Möglichkeiten, umso mehr Bälle sind in der Luft und umso mehr Akrobatik brauchst du einfach im Umgang mit diesen Farben. Aber das baut eben alles so aufeinander auf und ich finde auch die Farbakrotik, die hat durchaus ihren Reiz, wenn ich einfach mal so outside the box denken möchte und nicht immer so in den gleichen Farben malen möchte, die ich sowieso immer verwende, sondern einfach mal etwas ganz anderes ausprobieren will. Allen voran natürlich, wenn ich jetzt mal einen Auftrag habe, dann ist es durchaus interessant, wenn bestimmte Farben in diesem Bild vorkommen müssen. Ich mich jetzt in das Thema einfühlen muss, sonst kriege ich den Auftrag halt nicht. Ja, also wie immer an dieser Stelle, hat dir mein Video gefallen, dann bitte lass doch ein Like da, abonnier meinen Kanal, abonnier mich auch gerne auf Instagram. Du findest immer wieder Beiträge zur Farbe auf meinem Kunstblog und ansonsten, wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, mach's gut, bleib tough und adios, euer Gerhard.